Moin, Janis hier und heute geht's nach Berlin mit einem leicht grünstichigen Set an Farben, einer Farbpalette, die ja durchaus ja auch zu der grünsten Stadt Europas, also sogar der Welt passt. Berlin hat unfassbar viel Grünfläche im Stadtgebiet, den Tiergarten und alle möglichen anderen Parks, teilweise auch durch die Teilung bedingt. Wir gehen rein, ich nerv euch damit mal nicht und ich freue mich richtig drauf, einmal hier durch Berlin zu bauen. Wir haben drei Stationen zu Beginn. Ich würde sagen, wir bedienen das mal mit der gleichen grünen Linie. Sparen erstmal uns die Linie auf. Ich hatte gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, die ich dann abbrechen musste, weil ich im Endlosmodus war. Das gibt es ja tatsächlich auch noch als Spielmodus, extrem und endlos. Im Endlosmodus geht es dann darum, wie viele Passagiere man pro Tag transportiert in seinem Netz. Die Zeit läuft ja hier mit und dann hat man eben hier oben einen Counter, der die Passagiere pro Tag zählt. Und wenn man da dann bestimmte Meilensteine erreicht, 20, 30, 40, 80 Passagiere oder so, dann bekommt man eben neue Bahnlinien, Tunnels, genauso wie hier im Prinzip. Wir nehmen mal hier was bei Grün mit rein, die neue Dreiecksstation. Dann schauen wir mal, was wir da unten machen. Wahrscheinlich werden wir da rot umlegen. Ups, jetzt habe ich das Video hier zerstört. Ja, jetzt bin ich wieder da. Okay. Jetzt bin ich auch wieder sichtbar. Versuchen wir es mal ohne den Tunnel zu verbraten, weil die Ansage für das Spiel ja war, und durchquere Berlin und die Spree, die hier nach Osten rausläuft, durchquere die mit den zur Verfügung stehenden Tunneln. Wobei Tunnel in der Berliner U-Bahn ja nicht so das Thema sind, beziehungsweise grundsätzlich sind Tunnel natürlich ein schwieriger Teil des U-Bahn-Baus, weil man gucken muss, man muss eventuell tiefer gehen als bei einer normalen Straßenunterquerung. Man muss gucken wegen Grundwasser, was immer in der Nähe von solchen Flussbetten natürlich gefährlicher ist. Das schon, aber letztlich ist ein Großteil der Berliner U-Bahn unterirdisch, gerade im Zentrumsbereich Richtung weiter außen in der Stadt wird es dann auch mehr ja, oberirdisch. Gibt aber auch dann die Hochbahnabschnitte, Gleisdreieck und diese Ecke da in der U2 zum Beispiel. Wer schon mal in Berlin U-Bahn gefahren ist, wird wahrscheinlich wissen, wovon ich da rede. Ich habe jetzt erstmal zwei Kreise gebaut hier, relativ früh schon. Mal gucken, wie weit wir die dann noch erweitern können. In dem Spielmodus kann ich auch die Linie komplett umbauen, wenn es denn irgendwann sein muss. Das ist dann immer noch ja, möglich. Ich kann die Zeit anhalten, kann alles abreißen, kann es neu bauen. Ich werde versuchen, das nicht allzu weit zu treiben, aber manchmal ist es zum Beispiel halt nötig, so einen Kreis dann irgendwann aufzuteilen in zwei Kreise, wenn es zu viele Stationen und zu lange Strecke wird. Jetzt im Moment geht das noch ganz gut. Wir können das, glaube ich, auch mal ein bisschen beschleunigen, damit hier ein paar neue Bahnhöfe noch entstehen. Hier übrigens ist die Museumsinsel umgesetzt, also diese Flüsse sind tatsächlich nicht völlig zufällig. Ich glaube, nach oben geht hier Landwehrkanal weg, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um eine neue Linie hier im ja, eine neue Linie im Südwesten zu machen. Und was machen wir mit Grün? Dann tendiert Grün eben in den Nordwesten. Nimmt dann. Oh, ich habe nicht genug Tunnel. Oh, ich habe keinen einzigen Tunnel. Wo kriege ich einen Tunnel frei? Ich kriege einen Tunnel frei, indem ich das hier abreiße. Oh, kritisch. Kritisch. Ne, das kostet nicht zwei Tonnen, das kann ich nicht machen. Zeit anhalten. Stopp, 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 stopp. Ich lasse mir hier meine Berlin-Erfahrung nicht zerstören. Das müssen wir jetzt mal in aller Ruhe planen. Das ist nicht die große Stärke des Berliners, wie man an Flughafen und ähnlichen Projekten sieht. Aber zumindest ich will das jetzt hier hinkriegen. So, jetzt kommen wir mit einem Tunnel auf Rot zu Rande. Dann haben wir einen Tunnel übrig, den kann dann. Ja, den kann Grün eben so nicht haben, weil er wieder zurück müsste. Dann kann Dunkelgrün hierher fahren. Das ist aber auch keine dauerhafte Lösung, glaube ich. Eieiei, das sieht komisch aus. Ich habe eine Lok. Die muss direkt hier auf Grün, sonst ist gleich vorbei schon. Eine Lok und einen Waggon kriege ich dazu. Nehme ich mit. Sehr gerne natürlich.
Jetzt habe ich halt keinen Tunnel übrig. Ich kann jetzt also nicht hier eben noch grün rüberziehen, dunkelgrün oder rot hier schließen, den Kreis zumachen. Das ist alles dann nicht machbar. Setzen wir hier einen zweiten Wagen dran. Was ist hier? Oh, rot ist gefährdet. Dann neuer Wagen für rot, beziehungsweise ein neuer Zug. Das kann grün eben mitmachen, das wird nicht so viel Unterschied machen. Ah, okay, gerade auch alles im Bild. Hinter mir ist keine Station. Das ist mir in den ersten Videos ein paar Mal passiert, dass wir mit dem, oder dass ich mit dem Video Teile des Spiels verdeckt habe. In dem Fall ist da nichts Relevantes drunter. Graue Fläche, wer also möchte, kann das interpolieren und kann mein Gesicht wegmachen. Hier auf dieser. Ja, sieht hier aus wie eine Halbinsel, aber die beiden Gewässer gehen weit auseinander. Also da ist schon Platz zum Leben drauf auch. Das hier ist eine wirkliche Insel, diese Museumsinsel. Zumindest in der Definition, dass Wasser rundherum fließt. Zeit für Gelb hier im Osten, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt keinen Zug auf Gelb. Das ist also tatsächlich so, dass ich für eine neu eröffnete Linie auch einen Zug aus meinem, aus meinem Bestand einsetzen muss. Dann muss jetzt hier jemand kommen und muss wechseln. Immerhin geht das ja, also ich kann aus bestehenden Linien Züge und auch Waggons einzeln rausgreifen. Ich habe wieder eine Steam-Errungenschaft freigeschaltet. Monatskarten ist die überschrieben. Schwierige Situation, vor allem bei Rot. Rot kommt ziemlich voll hier bei Kreis an, hier unten. Kann auch nicht viel abnehmen. Okay, dann muss temporär hier ein Zug von Grün nochmal rein, um das an diesem Kreisbahnhof zu beheben. Ich kriege eine neue Lok und ich kriege einen neuen Waggon. Bahnlinien kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Okay, Rot ist ein Problem. Rot ist wirklich ein Problem. Und dann muss Grün halt jetzt mit einem richtig langen Zug hier... Oh, warte. Ich habe ja noch einen zweiten... Ne, der grüne Zug ist schon weg. Der wird ja gerade zu Rot geschoben. Ja, okay. Dann müssen wir das so lassen. Langen grünen Zug fahren lassen. In der Hoffnung, dass der dann alle Passagiere, die mitwollen, auch mitkriegen kann. Wir haben erst 247 Passagiere... transportiert. Das ist noch nie wirklich viel. Das reicht, glaube ich, auch noch nicht mal, um die nächste Stufe freizuschalten oder die nächste Stadt. Jetzt wird der grüne Langzug hier ganz schön kämpfen müssen, um rechtzeitig bei Dreieck zu sein. Dunkelgrün hat ein paar lustige Symbole hier. Hellgrün muss eigentlich jetzt hier oben hin. Ich habe keinen Tunnel übrig. Boah, das ist ein langer grüner Weg. Der Umsteigebahnhof hier macht auch immer wieder Probleme. Irgendwie ist der Tunnelmangel tatsächlich ein Problem. Ich habe mich allerdings auch ein paar Mal entschieden, dann lieber Waggons zu nehmen als Tunnel. Und das rächt sich dann möglicherweise jetzt doch schon. Hui. Überall gefährlich. Grün ist komplett voll. Ich hoffe, dass die alle jetzt hier bei Rechteck aussteigen. Damit er wieder Plätze frei hat. Ja, scheint zumindest großteils so zu sein. Ich habe nichts, was ich jetzt tun kann, leider. Ich habe keine Waggons, ich habe keine Züge übrig und die grüne Strecke wird immer länger. Das ist absolut problematisch. Ich kann dem Ganzen jetzt nur zugucken und im Moment hoffen, dass meine Planung einigermaßen einschlägt. Aber hier bei Grün wird das nicht der Fall sein. Ich kann auf die Zeit noch hoffen, es ist schon Freitag. Aber hier werden schon die ersten, ihr seht es ja schon am Hüpfen und am, ja, am Ausrufen quasi, wie man das aus Comics kennt, werden schon sehr unruhig und was kann ich da tun? Nehmen wir den Bahnhof mit rein. Rot macht dann niemanden mehr glücklich und bis Grün kommt, ist es wahrscheinlich dann schon zu spät. Er müsste halt noch eine Runde durchhalten oder es kommt jetzt gleich dann mein Extrazug. Ich krieg aber keine Belohnung. Hier haben wir das nächste Problem da oben auch. Ich habe eine Lok erhalten. Kann ich jetzt Tunnel holen? Ich
brauche Waggons. Halt an, halt an. Gut, also. Jetzt in aller Ruhe. Also jeder Grüne wird hier das Problem, denke ich, lösen. Dann muss er aber rechtzeitig hier sein und er müsste rechtzeitig da sein. Außerdem haben wir hier ein Problem. Ein recht ernsthaftes, weil unser Zug wird ewig brauchen, bis er da ist. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier einen Zug einsetzen. Auf der roten Linie können wir auf einen verzichten. Dann setzen wir den an, um hier dunkelblau, dunkelgrün zu retten. Und hier hängen wir noch einen Zug dran, einen Waggon dran, damit er vielleicht es bis da oben schafft. Aber das wird sehr, sehr knapp. Ausprobieren, gucken. Grün hier hilft. Dunkelgrün hilft. Grün hier, was ist da los? Warum steigen die so langsam um? Das erste Problem hier ist schon mal... Jetzt wird es da oben sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp, sehr knapp. Ist er noch rechtzeitig da? Ja. Was ist denn hier los? Warum steigen die denn nicht um? Jetzt so langsam. Aber immer noch Unruhe. Und das war's. Hui. 409 Fahrgäste. 29 Tage. Gerade in Berlin geht das schief. Das ärgert mich natürlich besonders. Das können wir so nicht stehen lassen. Es wird eine zweite Folge geben, in der ich das nochmal probiere. Wir sehen uns hoffentlich dann. Ich freue mich bis dahin über Feedback. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn ihr eure Vorschläge postet, wie ihr die Linien gezogen hättet. Man sieht jetzt hier am Plan so ein bisschen, dass es hier im Osten noch erheblich weitergeht und im Süden. Also wir starten im Nordosten der Nordwesten der Stadt und breiten uns letztlich dann nach Süden und Osten aus. Starten Nordwesten, genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen hoch, freue mich über ein Abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Berlin Teil 2. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Bis dann. Ciao.